Bodica schnelle Kombo wird mit einem heftigen Angriff abgeschlossen. Stimme deine Abwehr zeitlich ab, um eine Öffnung in ihrer Deckung zu finden. Du hättest nie herkommen sollen. Was jetzt wirst wollt du hier ihr? Sterben. Ich sterbe nicht. Ich bemitleide dich. Ihr habt euch Leid gegenüber Rom gebrochen. Ihr tötet Unschuldige, Frauen und Kinder. Komm her. Oh, und wie glaubst du, wurde euer Reich errichtet? Wir haben euch nicht gebeten, hierher zu kommen. Oh, Mädel. Ich werde alles tun, um mein Volk zu schützen. Ich werde alles tun, um dich in die Hölle zu schicken. Ja. Nicht schlecht, was du kannst. Ich bin nur ein Centurio. Los, Mädel. Was ist denn los? Lampe. Wachen! Tod den Invasoren! Oh, jetzt brauchst du noch eine Wache, wa? Ja. Wenn du nicht genug Power hast. Ja. Der Hahn ist hart, einer! Tja, ich bin die Macht in diesem Land. Komm doch! Römischer Abschaum! Töten ihn gemeinsam! Los, dann zeig, was du kannst! Ich weiß nur nicht, was gerade hier los ist, ey, ne, Leute? Ey, diese Framer-Brüche kotzen mich nämlich gerade massiv an. Das möchte ich eben auch mal sagen. Ich werde da mal gucken, was da los ist, weil es ging die ganze Zeit jetzt auf einmal nicht mehr. Extrem nervig. Soll nicht so sein, sorry, Leute. Greift gemeinsam an! Mehr. Ja, was denn? Ladies gestorben. Gnade! Ja, was ist hier los, Mann? Scheiß Frame-Einbrüche, ey. Hallo, wo brechen denn die Frames jetzt so ein, Mann? Die Fresse, du dicker Fetzen. Ja, komm. Danke für die schönen Frame-Einbrüche, ey. Geil, Mann. Ganzes Spiel verhunzt das, ey. Vorwärts zum Hügel, Herr. Vorwärts! Oh, schnappen wir sie uns. Aus dem Weg! Schlachtformation! In Gleichschritt! Healer bereit! Werft!
Zusammenrücken! Macht euch gefasst! Schilde! Haltet die Schilde, Männer! Halten! Speere! Werfen! Schilde halten! Healer, Männer! Speere! Volle Kraft voraus! Schilde! Formation halten! Und werfen, Männer! Bereit! Und Action! Werf! Hebt die Schilde! Vorwärts! Vorsichtig, Männer! Die werden uns hier niemals einfach nur durchgehen lassen. Hila! Jetzt! Gut so. Vorsichtig. Schön langsam, Männer. Es war nur einer, aber wir müssen nichts verlieren. Vorsicht, Männer. Schilde, Männer! Haltet die Stellung! Ich sehe mich um! Herr, Durchgang zur Rechten! Zur Rechten? Gut. Beschäftigt sie! Greift auf meinen Befehl hin an! Wir werden dieses Volk vernichten. Lasst ihn keine Chance zu leben. Ich muss mich beeilen. Sie können die Stellung nicht lange halten. Mitnehmen. Los. Müssen hier hoch. Wir müssen unseren Männern helfen. Zu mir, Männer! Vorwärts! Lauf weg, solange du noch kannst! Ich laufe nicht! Ich will den Kampf so! Ich hätte die Fässer kaputt machen können, aber ich will einen Mann gegen Mann! Na, was denn? Zeigt mir, was ihr könnt. Ich auf jeden Fall bin bereit, euch in den Arsch zu treten. Jeden einzelnen. Römischer Abschaum. Römischer Abschaum. Wir sind die Einzigen, die euch mal Einheit gebieten. Da weg. Ihr seid Abschaum. Was stirb? Wir haben eure ganzen Männer hier getötet. Feiglinge. Vorwärts, Männer. Die dürfen niemals gewinnen. Vorsichtig. Wir müssen aufpassen. Gut, bereithalten. König Oswald,
Wie könnt ihr es wagen, dort zu stehen? Ihr euer König! Tempel mit eurer Anwesenheit! Wachen! Fasst sie! Eure Wachen werden mich nie aufhalten! Ihr habt den Angriff auf Rom befehligt und meine Familie getötet! Und jetzt könnt ihr Gnade erwarten, oder was? Es gibt keine Gnade! Du hättest deinen Männern besser helfen sollen. War gut, König. Jetzt will deine Männer fallen und du selber. Was denn? Euer König kann nichts. Herr, wir halten die Stellung, aber ihr müsst euch beeilen. Herr König, ich mach das weiter so. Haltet die Stellung. Römischer Abraum. Haltet die Stellung, Männer! Komm schon! Ihr müsst sie länger halten, Männer! Haltet sie durch! Deine Götter werden dich nicht retten! Meine Götter retten mich! Heute stirbst du! Willst du mich von hinten angreifen? Der Hades hart, deiner. Nicht schlecht, was ihr macht, aber es wird nicht reichen. Daneben! Ich schlage niedernehmen. Lauf weg, solange du kannst. Wir erleiden Verluste. Ich auch, wie die allein auch Verluste, Männer. Ich tue ja alles, was ich kann. Heute stirbst du. Haltet durch, Männer. Es sind aber sehr viele. Nichts. Männer, es ist zu anstrengend für mich auch. Männer. Auch ich muss hart kämpfen. Haltet durch. Oh, Männer. Ich brauche Hilfe. Es sind zu viele Männer. Ich habe keine Kraft. So, jetzt habe ich genug Gesundheit für eine zweite Runde mit euch. Deine Zeit ist abgelaufen. Meine Zeit ist nie abgelaufen. Komm doch her. Streng dich an. Ich gebe mein Bestes, Männer. Das ist hart. Auch ein Mann wie mir geht irgendwann die Puste aus. Oh Mann. Und fett mit dir. Verflucht, du Schwein. Was denn?
selber runter, du Feigling. Ergib dich! Oder deine Familie wird ausgelöscht. Sofort! Genug! Bei den Göttern. Wir kämpfen für den Ruhm Roms. Doch was für ein Ruhm ist das? Die Briten werden niemals Frieden mit uns schließen, wenn wir sie so behandeln. Das müssen Prätorianer gewesen sein. Freunde Roms, ich präsentiere Basilius, Sohn des Kaisers. Vitalion! Glückwunsch zu deiner sicheren Ankunft. Nur ein wenig später und du hättest den ganzen Spaß verpasst. Ich hoffe, deine Reise war nicht allzu beschwerlich. Herr, ich würde gerne... Meine Prätorianer übernehmen. Wachen... Ergreift den britischen Abschaum. Eure Hoheit, ich muss Falls protestieren. Falls du es nicht bemerkt hast. Mein Bruder Commodus wird noch vermisst. Ich werde herausfinden, was diese Wilden mit ihm gemacht haben. Wir Briten lebten in Frieden unter dem alten römischen Häuptling. Aber dieser Häuptling Commodus, Sohn eures Königs, ist böse. Er verdient das Schicksal, das er jetzt erleidet. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ihr Briten scheint wohl nicht so zu lieben, wie wir Römer es tun. Deine Tochter? Sie ist wunderschön. Peitscht sie aus, bis er redet. Oder sie stirbt. Was immer zuerst eintritt. Nein! Nicht, Harry! Du wagst es? Du wagst es. Ich bin der Sohn des Kaisers. Und ich tue, was immer ich will. Bitte! Nein! Bitte! Verschont sie! Ich sage euch alles! Häuptling Commodus wurde an den gehörnten König im Norden verkauft. Hinter dem Wall. Bitte! Lasst meine Tochter gehen! Ich flehe euch an! Seht ihr? Es gibt nur eine Sprache, die diese Menschen verstehen. Die Sprache der Gewalt. Ihr werdet euren Häuptling in der Dunkelheit hinter dem Wall finden. Wo bedrohliche, karge Berge aufragen, über schwarzen, endlos tiefen Seen. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausen dort. Von denen, die dorthin ausziehen, kehren nur wenige zurück. Oh, wie aufregend. Vitalion, ich habe eine Mission für dich. Führe deine Männer nach Norden zu den bedrohlichen Bergen.
und bring meinen Bruder zurück. Wachen, sperrt die Gefangenen ein. Die Männer bereit machen! Ihr habt den Kommandanten gehört! Bereit machen zum Abmarsch! Centurio! Formation, Männer! Und keine Rumhuren! Wir marschieren gen Norden! Ja, Herr! Aufschritt, Männer! Marsch!